Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 23. Januar 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen die Präzession. Es ist eine sehr präzise Berechnung. Ihr könnt es auch vergleichen, so wie die Astronomen das auch berechnen. Und das ist übereinstimmend. Aber nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden. Es ist anderes als im westlichen Horoskop. Bevor ich starte, möchte ich noch etwas erwähnen. Ich habe insgesamt 6 Kanäle. Eine davon ist fernöstliches Liebesorakel. Und da habe ich etwas verändert. Bis jetzt habe ich täglich die Bambusorakel veröffentlicht. Das ist eine Art Tempelorakel. Fragestellung, und diese Orakel, diese Bambusstäbe geben dann die Antwort. Das mache ich in Zukunft wöchentlich. Stattdessen kommt die chinesische Astrologie. Die Bezeichnung ist für diese Aufnahmen fernöstliche Tagesenergie. Weil das ist nicht nur die chinesische Astrologie, sondern kommt ein uraltes Weisheit aus fernen Osten, und das ist die Yi Jing oder Wandlung, und noch japanische Astrologie kommt auch noch dazu. Aber ich betone die chinesische Astrologie. Und wenn die indische Astrologie und die chinesische Astrologie zusammenkommt, das entspricht die tibetische Astrologie, weil die tibetische Astrologen haben das Wissen übernommen von Inder und auch von den Chinesen. Und das ist diese Mischung. Die tibetische Astrologie ist nichts anderes als eine Mischung aus indischer Astrologie und aus chinesischer Astrologie. Also könnte ich das auch als tibetisch bezeichnen. Hier ist die indische, dort ist die chinesische. Ganesha wird verehrt bei jedem Neuanfang. Also wird erzählt, Ganesha unterstützt uns bei Neuanfang und hütet die Astrologie. Sonne befindet sich in der Tierkreiszeichen Steinbock. Die Gottheit, was dazu gehört, so wie die Mythologie das erzählt, ist Syraya. Syraya oder die Sonne ist im Tierkreiszeichen Steinbock. Natürlich ist es wichtig, diesen Monat Ziele setzen, Ziele zu erreichen und das in Bewegung setzen. Mond befindet sich im Tierkreiszeichen Löwe. Mond hat mehrere Namen in der Mythologie. Eine davon ist Soma und hier im Tierkreiszeichen Löwe. Das ist die Mondenergie. Mars befindet sich im Tierkreiszeichen Fischen. Mars setzt etwas in Bewegung, aber zeigt auch die männlichen Personen. Mars ist in Fischen. Und ich setze Agni hierher, weil Agni ist der Feuergott, steht mit Mars in Verbindung. Agni in Fischen. Merkur ist der Planet für Handlungen, Kommunikation, auch etwas Lernen, gehört auch Terminen dazu, Verträgen. Merkur befindet sich im Tierkreiszeichen Steinbock. Die Sanskrit-Name für Merkur ist Buddha, aber wird mit ein D geschrieben. Dafür habe ich kein Bild.
Und ich nehme jetzt mal Buddha, was auch in Verbindung steht zu Merkur. Aber hier kommt schon die Erleuchtung. Buddha bedeutet Erleuchtung, aber Merkur hat auch den Namen Buddha. Jupiter vergrößert etwas, verdreht die göttliche Gerechtigkeit und öffnet unserem Auge auf die Gerechtigkeit, aber auch auf die Ungerechtigkeiten oder beeinflusst eine rechtliche Lage. Jupiter bringt aber auch Glück in unserem Leben. Jupiter befindet sich in Skorpion. Jupiter steht mit Indra in Verbindung. Indra in Skorpion oder Jupiter. Dann folgt Venus. Venus ist auch in Skorpion. Lakshmi ist der mythologische Name. Lakshmi. Auch in Skorpion. Und dann kommt Saturn. Saturn steht mit Skanda in Verbindung in Tierkreiszeichen Schütze. Und damit ändert sich die persönlichen Planeten. Und sie haben einen Einfluss auf unseren Alltag. Wenn wir die Elemente betrachten, dann erkennen wir sofort, dass im Luftelement kein Planet, ob nicht Sonne oder Mond, befindet. Und wir sollen die Luftelement betonen, damit wir in inneren Gleichgewicht, inneren Harmonie bleiben. Und das ist Leichtigkeit, etwas spielerisch betrachten. Das ist sehr witzig, weil im chinesischen Astrologie ist die Tierkreiszeichen Affe, was in dem Tag herrscht. Und das passt genau zu diesem Luftelement, die Humor, das, was wir heute brauchen, als Ausgleich. Dann kommen die äußeren Planeten, Uranus, Neptun und Pluto. Uranus ist in Tierkreiszeichen Widder, bringt Umbrüche, Veränderungen bei Widder, sowieso Neuanfang. Neptun stärkt unseren Träumen, Visionen, künstlerische Begabung, aber Neptun kann auch etwas benebeln. Neptun ist im Wassermann und Pluto gibt uns die inneren Kraft, auch die Überzeugungskraft. Diese Stärke ist im Schütze. Die Verbindungen Venus und Jupiter steht in einer Konjunktion. Und das bedeutet, sie wirken zusammen hier im Skorpion. Die Liebesenergie wird von Jupiter vergrößert. Aber wir möchten auch die Gerechtigkeit. Wenn Jupiter hier die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung auslöst in Liebesangelegenheiten, kommen auch karmische Verbindungen oder könnte ich sagen Seelenverbindung. Eine seelische Verbindung in die Liebe, Partnerschaft. Das kann Jupiter auch auslösen, aber auch Saturn. Die beiden Liebesplaneten Mars und Venus stehen eine harmonische Verbindung. Der Feuergott Agni und Lakshmi, Mars-Venus, ist eine schöne Verbindung, weil beide sind im Wasserelement. Also das harmonisiert sich. Und Wasserelement hat auch mit Gefühlen etwas zu tun. Und Jupiter vergrößert das auch. Und Jupiter bringt auch Chancen, Möglichkeiten, bringt auch Glück. Saturn und Neptun steht in einer harmonischen Verbindung. Feuerelement, Luftelement unterstützt gegenseitig. Also das ist auch wieder eine Harmonie und das bedeutet Überzeugungskraft, damit wir unserem Träumen leben können. Es ist eine schöne harmonische Verbindung. Bei Sonnenaufgang steht Sonne-Mond noch in einer Quinkungsverbindung und das löst Unsicherheit aus. Das vergleiche ich immer wieder mit einem Pendel, wo wir nicht wissen, in welche Richtung das ausschlägt. Und das ist gerade im Sonnenaufgang
wo das auslöst und löst Unsicherheit aus. Mond bewegt sich relativ schnell und verlässt diese Position, dann kommt wieder die Harmonie und wir erleben die Liebesenergie, auch die Harmonie im heutigen Tag. Mond befindet sich in ein Mondhaus im Löwe und dieses Mondhaus heißt Makha und wird von Regulus bestrahlt. Regulus ist einer von den vier königlichen Sternen und Regulus symbolisiert auch Könige und Herrscher immer seit hunderten Jahren schon. Und dieser Stern Regulus ist ganz bekannt und nichts anderes als der Herz der Löwen. Befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe und symbolisiert das Herz der Löwen. Und Löwe hat sowieso einen Bezug zu unserem Herz, weil astromedizinisch wird das zum Tierkreiszeichen Löwe zugeordnet. Das heißt, heute sollen wir unserem Herz folgen, die Unsicherheit, was bei Sonnenaufgang noch spürbar ist, überwinden und unserem Herz folgen, so die Entscheidungen treffen. Und heute haben wir wunderschöne Liebesenergie. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Seid ihr herzlich willkommen bei diesem kurzen Video, wo ich euch informieren möchte. Ich habe ein super tolles Angebot für euch und dieses Angebot ist gratis. Ihr braucht euch auch nichts verpflichtet fühlen für etwas. Das Thema ist Dualseelen, Dualseelenprozesse. Das, was ich wahrnehme in Praxis, dass viele von euch in diesem Dualseelenprozess drin steckt und ihr weiß nicht, wie das weitergehen soll. Warum ist es so? Das ist mal die erste Frage. Wie kommt ihr davon los? Oder hat das überhaupt einen Sinn in dieser Beziehung bleiben? Was sagt das alles aus? Und dafür habe ich ein Einführungsvideo gemacht, Einführungsvideo zum Verstehen, was das überhaupt ist, duale Seelen und was sagt es auch. Und diese Video werde ich nicht veröffentlichen. Das ist nicht für jede da, das ist nicht für jede geeignet, sondern wirklich für diejenigen, die in diesem Prozess drin sind, wo das wirklich interessiert oder möchten sich etwas verbessern. Und ich bitte euch, wenn ihr in diesem Dualseelenprozess drin seid oder interessiert euch dieses Thema, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratung oder Beratungsvideo jetzt in dem Sinne nichts zu tun. Dieses Video ist wirklich kostenlos. Und ich möchte aber nur für diejenigen zugänglich machen, wo da wirklich ernsthafte Interesse zeigen. Und ich freue mich, wenn die Interesse besteht und ihr bekommt dann die Zugangsdaten, ihr bekommt den Link dazu und könnt ihr diese Einführungsvideo, diese Erklärungsvideo dann anschauen. Und damit möchte ich euch weiterhelfen. Ich bedanke mich für die Interesse, ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.